Hallo und herzlich willkommen bei Project Makers. Heute lernen wir C#. Viel Spaß dabei! Aufgrund der in letzter Zeit immer häufig werdenderen Nachfrage, hey Daniel, mach doch mal ein C#-Tutorial, dachte ich mir, ich mach mal ein C#-Tutorial. Wir machen hier aber nicht nur ein Video, so wie das letzte Mal, sondern machen eine kleine Videoserie daraus. Ich kann noch nicht sagen, wie viele Videos es werden, aber es werden ein paar. Grundsätzlich werden die Videos so aufgebaut, dass ich euch am Anfang innerhalb von 5 bis 10 Minuten, denke ich, euch etwas beibringen werde, ein spezifisches Thema, und am Ende des Videos euch dazu eine Frage stelle. Die könnt ihr dann in den Kommentaren beantworten. Würde mich freuen, wenn ihr da massenweise mitmacht und euch da ein bisschen mit einbringt. Im nächsten Video darauf, also da wird das dann auch immer wieder erklärt, beziehungsweise wir werden die Lösung von dem Video davor einfach nochmal ansprechen. Da das jetzt das erste Video ist, fällt das natürlich aus. Zuallererst beginnen wir also mit dem, was uns Unity gibt, wenn wir ein neues C#-Skript erstellen. Wir haben hier oben also in Zeile 1 und 2 ein Using Unity Engine und ein Using System.Collections. Was ist das? Wenn wir hier drüber fahren, zeigt uns an ein Namespace Unity Engine und unten zeigt uns Namespace System bzw. Namespace System Collections. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist im Endeffekt eine Bibliothek, auf die wir zugreifen. Prinzipiell sieht es ja so aus, dass viele von den Funktionen, die wir hier haben, schon vordefiniert sind. Das heißt, wir sehen ja zum Beispiel eine Void Start. Wenn wir da etwas reinschreiben, irgendwo wurde ja da dem C# schon gesagt, hey, das passiert, wenn wir das Script starten. Und um eben diese ganzen Funktionen nutzen zu können, brauchen wir diese Libraries, also den Namespace Unity Engine in dem Fall. Auch bei Unity System Collections, da haben wir noch einige andere Funktionen dann, die wir benötigen, heute noch nicht. Deshalb nehmen wir das einfach mal raus. Also merkt euch, oben sind die Libraries, also die Bibliotheken von vordefinierten Funktionen oder Funktionsweisen des Ganzen. Danach haben wir eine Public Class C# Tutorial, ein Doppelpunkt Mono Behavior und dann geschweifte Klammern auf und zu im Endeffekt. Was bedeutet das? Public heißt öffentlich, darauf gehen wir in einem anderen Video ein. Eine Class. Eine Klasse ist sozusagen eine übergeordnete Klasse, das Script bei C# an sich, könnte man so sagen. Ganz wichtig, der Name der Klasse muss bei Unity und C# zwangsläufig den Namen des Skriptes entsprechen. Ihr seht hier oben, das heißt bei uns C#Tutorial.cs, Groß- und Kleinschreibung, auch sehr wichtig. Genauso muss die Klasse heißen, sonst funktioniert das nicht und ihr bekommt Probleme in Unity. Was bedeutet das hier? Das ist der Doppelpunkt, das heißt, wir beziehen uns auf etwas, in dem Fall auf Mono Behavior. Mono Behavior ist wieder eine Bibliothek sozusagen, auf die wir zurückgreifen bzw. von der wir erben. Also wir erben Funktionen aus Mono Behavior. Das haben wir fast in jedem Script, das wir mit Unity nutzen, zumindest in jedem Script, das wir nachher auf Game-Objekte ziehen und mit dem wir arbeiten wollen. Das ist für uns elementar und das lassen wir auch am Anfang stehen. Genauer werde ich auf diese Dinge eingehen, wenn wir soweit kommen, dass wir dann da etwas verändern werden. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wir haben hier geschweifte Klammern auf und zu. Bei einer Klasse bzw. nachher bei einer Funktion bedeutet das immer oder kennzeichnet das immer den Umfang der jeweiligen Klasse bzw. dem Umfang des jeweiligen Objektes, das hier vorsteht. Das heißt, alles, was in den geschweiften Klammern steht, gehört zu unserer Klasse C#Tutorial. Sollte da etwas nicht darin stehen, würde es zu einem anderen Objekt gehören, beziehungsweise in dem Fall zu nichts. So, wir haben hier am Anfang steht hier Use this for initialization. Das bedeutet, dass wir damit initialisieren können. Also das wird am Start von dem Script, wenn das Script das erste Mal aufgerufen wird, wird diese Funktion ausgeführt. Was ist das überhaupt, eine Funktion? Eine Funktion ist ein gewisser Bereich in einer Klasse, der ausgeführt wird unter gewissen Umständen. Void Start zum Beispiel wird ausgeführt, wenn wir das Script das erste Mal starten. Wichtig, nur wenn wir das Script das erste Mal starten. Void steht hier in dem Fall für die Funktion und Start ist der Name der Funktion. In diesen Klammern, die hier einfach nur auf und zu sind, also ganz normale Klammern, die
keinen Wert drin haben, also kein Wert wird weitergegeben, könnte man theoretisch einen Wert weitergeben. Bei Start jetzt nicht, aber bei anderen Funktionen. Wenn ihr keinen Wert habt, den ihr übergeben wollt, müsst ihr trotzdem die Klammern mit einem Leerraum dazwischen, beziehungsweise ohne Wert dazwischen, einfach trotzdem aufschreiben. Hier unten wieder, wie eben schon erwähnt, die geschweiften Klammern, die auf und zu gehen. Hier unten haben wir noch die Void Update. Update is called once per frame. Das sagt eigentlich schon alles. Das Update wird jeden Frame aktualisiert. Das heißt, wir haben da eine Funktion, die jedem Frame einmal ausgeführt wird. Einerseits sehr praktisch, wenn wir zum Beispiel abfragen, ob sich ein Zustand von einem Objekt verändert hat. Ja, das können wir jeden Moment abfragen, zum Beispiel die Lebensanzeige unseres Charakters. Andererseits kann es auch tödlich sein beim Skripten, denn wenn wir da was Falsches reinschreiben und das wird jedem Frame ausgeführt, nehmen wir an, das Spiel soll halbwegs gut laufen, dann kann das 60 Mal die Sekunde, 80 Mal die Sekunde ausgeführt werden und das kann ziemlich tödlich sein für unser Skript. Dementsprechend etwas aufpassen. Wir beschäftigen uns jetzt aber noch gar nicht hiermit. Das lassen wir erstmal, so machen wir das, erstmal außen vor. Wir beschäftigen uns damit, was wir alles so oder wie wir in so Funktionen arbeiten können. Wir fangen also wirklich beim Grundstein an. Wir haben zuerst Variablen, nennen wir das Ganze, beziehungsweise heißt das Ganze. Was ist eine Variable? Eine Variable ist ein Name, sage ich jetzt mal, dem ein gewisser Wert zugewiesen wird. Wir fangen einfach mal an mit einem String. Ein String ist ein gewisser Variablentyp. Wir nennen den String jetzt einfach mal Name oder noch besser Player Name. Und einmal mit einem Semikolon, also mit einem Strichpunkt hier, schließen wir das Ganze. Das heißt, diesen Bereich haben wir fertig definiert. Wir sehen hier, er hat direkt hier vorne Private bei mir dazu geschrieben. Das heißt, es ist eine private Variable. Wir haben einen String, also das ist der Art der Variable, und wir haben einen Namen. Okay, das hier vorne, wie eben schon erwähnt, das erkläre ich euch ein andermal. Ich mache das mal wieder weg. Bei mir korrigiert er das nur automatisch in Anführungsstrichen, aber darauf kommt man das nächste Mal. Wir haben jetzt also den Player Name. Das ist aber jetzt noch kein Wert an sich, das ist nur eine Variable, die den Namen trägt. Das Programm weiß also jetzt, es gibt einen String, der Player Name heißt. Jetzt weisen wir dem Ganzen einen Wert zu. Wir sagen also ist gleich, ein ist gleich steht für die Zuweisung eines Wertes. Und jetzt machen wir unsere Gänsefüßchen und da können wir etwas reinschreiben. Theoretisch wäre der String so jetzt schon bestückt mit etwas. Und zwar mit nichts. Also er ist nicht mehr leer, er ist bestückt mit nichts. Das ist auch schon eine wichtige Sache. Wenn wir jetzt hier reinschreiben, ich nehme einfach mal ganz spontan Daniel. Dann weiß C-Sharp bzw. Unity jetzt, okay, der Player-Name, also der String mit dem Namen Player-Name, ist Daniel. Das können wir jetzt ganz einfach machen. Wir machen Debug-Log und schreiben hier Player-Name rein. So. Er zeigt mir hier einen Fehler an, weil das Ganze groß geschrieben ist. Zu den Rechtschreibungen kommen wir nachher noch. Okay, der Debug-Log hier unten gibt uns einfach nur einen Wert aus, den wir definieren, und zwar im Debug-Fenster. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir sagen hier Debug-Log Player Name. Da müsst ihr uns jetzt also Daniel anzeigen, korrekt? Wir brauchen hier einmal die Hierarchie. Wir brauchen einmal die Szene. Und wir nehmen einfach mal das Terrain, das reicht uns vollkommen, und nehmen hier unser C-Sharp-Tutorial und ziehen das drauf. Die Szene braucht ihr euch nicht wundern, da passiert nichts Spannendes für euch. Jetzt drücke ich einmal Play. Ihr geht natürlich wieder in das Game-Fenster. Und wir sehen hier, die Konsole hat uns einmal, also genau einmal, wenn ich auf Kollaps mache, zeigt er auch hier die Anzahl an, einmal den Namen Daniel ausgegeben. Das heißt, wir können ihn jetzt jederzeit anhand dieses Player Name, wenn wir die um einmal definiert haben, können wir den jederzeit und überall in dieser Klasse so abfragen. Wir müssen also jetzt nicht überall Daniel hinschreiben, sondern können wir immer wieder sagen, er soll den Player Name benutzen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit anderen Variablen. Zuerst nochmal auf den String zurückzukommen. Der String ist eine Zeichenkette. Das heißt, wir können in diese Anführungszeichen fast reinschreiben, was wir wollen. Und das ist unser String. Ist egal, ob es Zahlen, Buchstaben oder sonst irgendwas.
Jetzt gibt es natürlich andere Werte. Wir wollen ja auch zum Beispiel Mathematik ausführen können, also wir wollen berechnen können. Dazu gibt es am einfachsten erstmal den Int, also ein Integer. Den Int nennen wir jetzt Player Age, also das Alter des Spielers, sagen ist gleich und definieren die Zahl jetzt einfach mal. Wir sagen in dem Fall 28 ist der Daniel, machen das Private erstmal hier vorne wieder weg. Und jetzt wissen wir, okay, Daniel ist 28. Was ihr schon seht hier, was ein entscheidender Unterschied ist, wir haben keine Anführungsstriche. Dementsprechend ändert sich auch nicht die Farbe des Wertes. Der Wert ist jetzt 28. Wichtig zu wissen, das ist jetzt ein Wert, den die Variable hat. Das ist kein Name mehr. Also ihr könnt jetzt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 28 plus 1 schreiben würdet, dann wäre das 29. Wenn ihr bei Daniel plus 1 schreiben würdet, das würde nicht funktionieren, sondern so, dann würde das jetzt Daniel 1 heißen. Ja? Das ist also ein Wert, den ihr auch mathematisch verändern könnt. Ein Integer ist immer eine Ganzzahl, also 28, 29, 30 und so weiter. Eine Zahl ohne ein Komma. Der Integer, das muss ich jetzt mal kurz hier rauskopieren, hat eine recht hohe Reichweite. Und zwar von minus 2,147 Milliarden bis 2,147 Milliarden geht dieser Wert. So große Zahlen könnt ihr in dem Integer abspeichern. Für alles andere bräuchtet ihr einen Integer 32 bzw. 64 Bit und darum kümmern wir uns auch später. Jetzt haben wir also Ganzzahlen, aber was ist, wenn wir Kommazahlen wollen? Ganz einfach, dafür haben wir den Float. Float ist dann zum Beispiel die Player Size, also die Größe des Spielers. In dem Fall 188. Was jetzt natürlich blöd ist, wir haben jetzt eine Ganzzahl, da das jetzt gerade Zentimeter sind, aber wir können einfach einen anderen Wert draus machen, und zwar 1.88. Wir nehmen das Private hier vorne erstmal wieder weg. Wir sagen jetzt also, die Player Size ist 1.88. Wichtig, Komma gibt es beim Programmieren so nicht, also bei Zahlenwerten, das ist immer ein Punkt. Ein Komma dient immer zur Trennung von Werten oder von gewissen Ressourcen. Ein Punkt ist in dem Fall aber das Trennzeichen der Zahlen, beziehungsweise das Komma der Zahl. Wichtig ist auch, dahinter ein F schreiben für Float. So schaut also ein Float aus. Das heißt jetzt 1.88 Meter ist der Daniel groß. Er ist 28 Jahre alt, jetzt haben wir schon eine Menge. Und jetzt kommt die weitere Frage oder eine weitere Sache dazu. Was gibt's noch? Genau, den Bool. Also wir brauchen noch eine Wahrheitsabfrage. Und dazu sagen wir einfach mal Players Married vielleicht ist gleich, also ist der Spieler verheiratet. Und da können wir jetzt entweder True oder False angeben. Wir sagen jetzt einfach mal True, der Daniel ist verheiratet. Das Private hier hinten mal wieder weg. Und dementsprechend haben wir jetzt einen Wahrheitswert. Also hier wird abgefragt, ob wahr oder ob falsch ist. Das Ganze machen wir entweder, wie ihr schon seht, mit True. Oder die Alternative wäre False. False ist falsch, True ist richtig. Diesen Wert können wir jetzt auch immer abfragen anhand der Variablen, die wir hier nutzen. Wir können jetzt also abfragen, welchen Namen hat der Player, wie alt ist er, welche Größe hat er und ist er verheiratet oder nicht. Das Ganze können wir jetzt in Debug-Log jetzt anzeigen. Wir können jetzt also sagen, zum Beispiel Name, Doppelpunkt, ein Leerzeichen lassen, denn er wird sonst direkt aneinander schreiben. Name ist Player Name. Das Ganze können wir jetzt mit dem Alter und dann Player Age machen und so weiter und können uns das Ganze anzeigen lassen. Natürlich dient das nicht nur, um euch das anzuzeigen. Das dient auch, um euch damit fortzubewegen in der Programmierung, also damit zum Beispiel zu rechnen. Das sind erstmal die vier wichtigsten Werte, die ihr bei C-Sharp bzw. bei Unity und C-Sharp benötigt. Merkt euch die gut, prägt euch die ein und lernt damit umzugehen. Das war es auch erstmal mit dem Video an sich. Jetzt noch zur Fragestellung. Ich muss mal gucken, ob das so funktioniert. Genau. Ich mache das einfach mal direkt hier unten dran. Sortiert die Datentypen richtig. Die Vorgabe ist A ist String, B Float, C Int, D ist Bool. Dann haben wir unten True, 4, Quiz und 12,7. Als kleines Beispiel schreibt einfach in die Kommentare zum Beispiel A2, B4,
und so weiter. Sortiert uns die Datentypen und sagt uns, was ihr glaubt, das richtig ist. Ich freue mich darauf, wenn ihr mitmacht. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit diesem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ansonsten habt ihr drüben noch den Abonnieren-Button, hier oben das aktuellste Video, hier unten drunter speziell eins für euch ausgewählt. Und wenn ihr uns im Social-Media-Bereich folgen wollt, habt ihr hier unten alle nötigen Links. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.